Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Veranstaltung des Bundesverbandes der Verbraucherzentrale heute am späten Nachmittag zum Thema IT-Sicherheit im Alltag. Kann ich meinen Geräten im Smart Home vertrauen? Wie sichere ich mich am besten gegen Identitätsklau ab? Und welche auch politischen Fragestellungen stecken hinter diesem Thema? Das alles wird uns beschäftigen, nicht zuletzt die neue Corona-Warn-App, die ja heute rausgekommen ist. Mein Name ist Svea Eckert, ich bin freie Journalistin, beschäftige mich hauptsächlich mit IT-Sicherheit und ich freue mich, dass ich Sie heute durch diese Veranstaltung begleiten darf. Ein ganz kurzer Überblick. Wir hören gleich zwei kurze und interessante Eingangsvorträge. Dann wird der Bundesverband der Verbraucherzentrale neue Erkenntnisse zum Thema IT-Sicherheit aus einer Umfrage vorstellen. Und zum Schluss, und darauf freue ich mich besonders, werden wir gemeinsam einsteigen in eine virtuelle Podiumsdiskussion, in der wir ganz konkrete Probleme ansprechen und auch in die politische Debatte eintauchen werden. Bevor es losgeht, für Sie zu Hause, stellen Sie uns Ihre Fragen. Diskutieren Sie mit auf Twitter unter dem Hashtag IT-Sicherheit oder auf Slido ebenfalls unter dem Hashtag IT-Sicherheit. Wir sammeln das ein und versuchen auch so viel wie möglich davon zu beantworten. Viel Spaß. Jetzt erstmal willkommen Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband. Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Eck. Freundliche Begrüßung, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Lieber Staatssekretär Günter Krings, ich freue mich, dass wir heute ein vielleicht ungewöhnliches Thema für Verbraucherinnen und Verbraucher diskutieren. Über Datenschutz diskutieren wir seit Jahren. Datensicherheit ist in den letzten Monaten und Jahren dazugekommen. Die Stichworte haben wir gerade schon gehört. Gestohlene Identitäten, gehackte Passwörter, Phishing-Attacken. All das führt nicht dazu, dass es einfach und simpel ist, sondern dass Verbraucherinnen und Verbraucher verunsichert werden. Und die richtige Antwort darauf ist, ihnen zu helfen, ihnen gemeinsam zu helfen, durch den Staat, Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und dass diese Gruppen jetzt gemeinsam den Nationalen Pakt für Cybersicherheit gebildet haben, dass es damit eine gute Plattform gibt, um Datensicherheit, Cybersecurity zu verbessern, das freut uns sehr. Und dass wir da als Verbraucherzentrale Bundesverband mit dabei sind, ist Ehre und Verpflichtung zugleich. Wir wollen hier die Stimme der Zivilgesellschaft sein. Das heißt, einerseits das Ohr an Ihren, an euren Bedenken, Fragen, Hinweisen und Vorschlägen zu haben. Und dieses wollen wir dann gerne laut und deutlich aussprechen, wenn Ihrerseits Politik, Wissenschaft und Wirtschaft uns zuhört und wir gemeinsam versuchen wollen, die besten Lösungen zu entwickeln. Digitale Produkte und Systeme sind häufig so komplex und kompliziert geworden, dass der Einzelne von uns das kaum verstehen, kaum selber überblicken kann. Das ist vielleicht auch gar nicht nötig, nämlich dann nicht, wenn wir uns darauf verlassen können, dass diese digitalen Errungenschaften von Anfang an einen Mindeststandard an Datensicherheit bieten und auch regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgt werden. Ich habe jetzt schon ein paar erste Zahlen aus der gerade erwähnten Umfrage für Sie. 9 von 10 Befragten in einer repräsentativen Umfrage sagen, dass es sehr wichtig oder wichtig ist, dass ihre vernetzten Geräte und digitale Anwendungen bei der Anschaffung in Sachen Daten- und IT-Sicherheit schon dem Stand der Technik entsprechen. Was die Bereitstellung von Schutzmaßnahmen durch Anbieter angeht, erwarten 2/3 der Befragten, dass Sicherheitsupdates für einen verpflichtenden Zeitraum zur Verfügung gestellt werden, gefolgt von der Verschlüsselung der Kommunikation zwischen Nutzern, die knapp 60% erwarten. Knapp die Hälfte der Befragten erwartet die Bereitstellung einer 2-Faktor-Authentifizierung. All das hat eine repräsentative Befragung ergeben, die wir im Internet unter den Verbraucherinnen und Verbrauchern haben durchführen lassen. Eine sichere und datenschutzfreundliche Technikgestaltung ist entscheidend. Produkte und Dienste müssen bereits bei der Entwicklung und Implementierung ein hohes Maß an IT-Sicherheit nach dem Stand der Technik erfüllen. Profis unter Ihnen kennen Security by Design oder aber auch Security by Default. Und so stimmen 54% der Befragten der Aussage zum eigenen Sicherheitsverhalten zu, dass sie sich hauptsächlich auf die voreingestellten Sicherheitseinstellungen bei den Anwendungen verlassen. Das ist vielleicht nicht immer political correct, aber ich glaube, es entspricht unserer realen Wirklichkeit. IT-Sicherheit und Datensicherheit müssen nicht nur erfüllt sein, wenn ein Produkt das Werkstor oder das digitale Werkstor verlässt.
Hersteller sollten bei später auftretenden Sicherheitslücken im Rahmen der berechtigten Verbrauchererwartung zur Nutzungsdauer eine Pflicht zum Sicherheitsupdate treffen. Bei den abgefragten Einzelmerkmalen hinsichtlich der IT- und Datensicherheit bei vernetzten Geräten haben die sicherheitsrelevanten Updates die größte Relevanz für uns Verbraucher. Eine schnelle Bereitstellung sicherheitsrelevanter Updates innerhalb eines kurzen Zeitraums nach Bekanntwerden von Sicherheitslücken sind für 92% sehr oder besonders wichtig. Die Versorgung der Geräte mit für eine angemessene Dauer sind immer noch für 91% sehr oder eher wichtig. Und die Ausstattung von Neugeräten mit der aktuellsten Version des Betriebssystems für 88%. Also das Thema IT-Sicherheit oder die Sicherheit von Daten von uns Verbraucherinnen und Verbrauchern ist ein existenzieller Aspekt, um das Vertrauen zu stärken. Das Vertrauen in die vernetzte Welt. Und dieses ist wichtig, damit sie letztendlich am Markt erfolgreich sein können. Nur wenn wir Verbraucherinnen und Verbraucher vertrauen können, dann zahlen wir auch dafür. Und nur dann kann letztendlich auch ein erfolgreicher Wirtschaftskreislauf und Innovationskreislauf entstehen. Ich freue mich auf die ausgesprochen spannende Diskussion heute mit Ihnen als Auftakt unseres Beitrags für die Cybersecurity-Initiative der Bundesregierung. Vielen Dank. Danke Ihnen, Herr Müller. Sie haben gesagt, ja, also Sicherheit von Daten ist wichtig. Sicherheit von Daten ist ein existenzieller Aspekt. Wo sehen Sie denn derzeit die größte Herausforderung, die es zu bewältigen gibt, damit wir auch dahin kommen? Naja, an größten Herausforderungen gibt es, glaube ich, sehr viele. Ich will eine schnelle nennen. Für mich ist es nach wie vor unverständlich und ein Ärgernis, dass bei der Passwortvoreinstellung das häufigste Passwort immer noch 012345 ganz viele ist. Oder aber das Passwort immer noch ein Passwort sein kann. Ich glaube, die schnellste Herausforderung, die wir lösen können, ist, dass die Hersteller entweder von sich aus oder verpflichtend nur noch sichere Passwörter zulassen. Das wäre gerade bei kritischen Infrastrukturen wie das E-Mail-Konto, was ja für ganz viele weitere Anwendungen das Eingangstor ist. Hier könnten wir schnell für mehr Sicherheit sorgen. Und wenn natürlich Sicherheit bei Design und bei Default wirklich in der Praxis Anwendung finden würden, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Wenn wir die lösen können, gewinnen wir alle. Danke, Herr Müller. In dem Pakt für Cybersicherheit sollen ja viele Akteure zusammenarbeiten. Also Bundesverband der Verbraucherzentrale ist da nur ein Akteur. Federführend ist das Bundesinnenministerium. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir heute Professor Dr. Krings zu Gast haben. Er ist parlamentarischer Staatssekretär. Sie begleiten den Prozess. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Frau Eckert. Genau, ja, Sie haben auch was vorbereitet. Ja, sehr gerne. Ich nehme gern die Gelegenheit und die Einladung wahr, eine kleine Keynote zum Thema zu sprechen. Herr Müller, Frau Eckert, meine Damen und Herren, ganz herzlich begrüße ich Sie auch aus dem Innenministerium, sozusagen am Tag 1 der Corona-Warn-App, also auch für digitalen Verbraucherschutz und Verbraucherservice vielleicht ein nicht ganz unbedeutender Tag. Als wir allerdings am 28. Oktober zusammenkamen beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund und den Nationalen Pakt Cybersicherheit ins Leben gerufen haben, da haben wir uns wohl andere gemeinsame Veranstaltungen vorgestellt, als das, was wir jetzt im Jahr 2020 machen können. Weil Herr Müller damals eigentlich schon ein totaler Vorreiter war, denn er hat sich damals schon per Video zuschalten lassen, Ende Oktober in Dortmund. Und weil er nicht persönlich anwesend sein konnte, also hat er schon das getestet, was wir jetzt alle seit einigen Monaten intensiv machen. Jedenfalls danke ich dem Verbraucherzentrale Bundesverband ganz herzlich für die Initiative, dass Sie das heute möglich gemacht haben. Ich freue mich über die Gelegenheit, auch Pläne darzulegen, die aus meiner Sicht eben wichtig sind für den Nationalen Pakt Cybersicherheit, das zu erläutern und auch die Gelegenheit zu geben, uns beim Thema auszutauschen. Dass dies in der aktuellen Lage eben nicht physisch möglich ist, sondern nur in dieser Form, das ist inzwischen schon fast eingeübt. Aber ich finde, wenn wir über digitale Themen nicht in diesem Format digital diskutieren können, wüsste ich eigentlich kaum andere Themen, die dazu geeignet sind. Insofern sollte das für uns kein Problem darstellen. Meine Damen und Herren, über die Analysen im jährlichen Lagebericht zur IT-Sicherheit, die unser Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik, das ist ein Amt, ein ganz wichtiges Amt in unserem Geschäftsbereich, jährlich herausgibt, da sehen wir, dass Cybersicherheit niemals etwas Statisches ist und die Bedrohungen im Netz vielseitig sind
Und wir sehen immer wieder auch zudem, Gefährdungen im Cyberraum können auch vom Einsatz unsicherer vernetzter Geräte ausgehen, weil wir gerade immer mehr Geräte vernetzen, Internet of Things. Manche reden vom Internet of Crap, weil es sozusagen so viel billige und kaum gesicherte Geräte sind, ist die Gefahr stetig wachsend. Als Bundesregierung sind wir uns der Verantwortung hier bewusst. Wir haben daher eine Vielzahl von wichtigen und erfolgversprechenden Initiativen eingebracht, um Verbraucherinnen und Verbraucher auch im Cyberraum noch besser zu schützen. Und einige davon will ich zumindest kurz, soweit es die Zeit erlaubt, skizzieren. Zunächst einmal dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik werden wir in der Novelle des IT-Sicherheitsgesetzes nun explizit auch erstmals die Aufgabe des Verbraucherschutzes zuweisen. Wir stärken dieses Amt, und das wird dann immer wichtiger werden, das Instrument im Konzert der gesamten Sicherheitsbehörden, dadurch als neutrale Stelle für Fragen zur IT- und Cybersicherheit, eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und Herr Müller hat es gerade am Anfang gesagt, Datenschutz war immer schon ein Thema im Verbraucherschutz, Datensicherheit ist vielleicht erst ein wachsendes Thema. Aber beides ist wichtig. Es gibt das schöne, vielleicht auch ein bisschen gruselige Beispiel, wenn irgendjemand in eine medizinische Datenbank eindringt sozusagen und rausfindet, welche Blutgruppe ich habe, dann ist das ärgerlich, dass in dem Fall Datenschutz verletzt worden ist und diese Information einem Unbefugten in Hände gefallen ist. Wenn der aber reingeht und dort meine Blutgruppe verändert, dann kann mich das notfalls oder schlimmstenfalls mein Leben kosten bei der nächsten Bluttransfusion, die vielleicht aufgrund einer solchen Datenbank durchgeführt wird. Insofern sehen wir, Datensicherheit ist nicht weniger wichtig als Datenschutz. Da, wo Daten manipuliert werden und Ähnliches, ist das auch ein großes Thema des Verbraucherschutzes allemal. Und wir haben in dem Sinne auch kürzlich ein Memorandum of Understanding zwischen BSI und der Verbraucherzentrale Bundesverband geschlossen. Und das macht die bisher schon gute Zusammenarbeit, denke ich, in der Zukunft noch vertrauensvoller, noch intensiver. Das Innenministerium, BMI und das BSI, das Amt für die Sicherheit in der Informationstechnik, werden daneben eine gemeinsame nationale Sensibilisierungs- und Informationskampagne zur IT-Sicherheit für Verbraucherinnen und Verbraucher konzipieren und durchführen. Seitens unseres Ministeriums beabsichtigen wir beispielsweise auch ein einheitliches, freiwilliges IT-Sicherheitskennzeichen einzuführen. Dieses macht die IT-Sicherheitsfunktion insbesondere von Produkten im Verbrauchersegment erstmals für Bürgerinnen und Bürger auch sichtbar und nachvollziehbar. Kann vielleicht auch ein Verkaufsargument sein. Ich gebe dann vielleicht für so ein Widget mal 2-3 Euro mehr aus, wenn ich weiß, das hat ein Sicherheitskennzeichen. Jedenfalls so die Hoffnung. Aufgrund der schnelllebigen Entwicklung in diesem Bereich reicht es eben auch nicht, wie das eben dargestellt worden ist, wenn das bei der Produktion alles sicher ist. Sondern wir brauchen einen stets aktuellen elektronischen Beipackzettel. Wie funktioniert das? Ich habe einen QR-Code auf dem Produkt und der führt mich dann per Smartphone eben zu den aktuellen Informationen. Da kann ich auch feststellen, wird das Ganze sicherheitsmäßig abgedatet und so weiter. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, ein Produkt nicht nur am Tag 1, sondern eben auch noch am Tag 100 oder im Jahr 5 seiner Nutzung hinreichend mit Software-Updates und Sicherheitsupdates zu versehen. Das Kennzeichen ist freiwillig ausgestattet oder ausgerichtet. Manche sagen, schade, ich eigentlich auch. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir sowas auch verpflichtend für jedenfalls bestimmte Produkte machen würden. Das Ganze würde aber nur europäisch funktionieren. Das sind Regeln des europäischen Binnenmarkts. Und deshalb werden wir uns auch parallel dazu, die IT-Sicherheitsanforderungen in Europa auch stärker vorzugeben. Denn das macht, glaube ich, Sinn, dass wir hier auch da gemeinsam in Europa voranschreiten. Cybersicherheit, IT-Sicherheit stellen natürlich nicht nur für den Staat eine digitale, ja eine sicherheitspolitische auch Herausforderung dar. Das zeigt auch in der aktuellen Pandemielage besonders eindrucksvoll, als binnen kürzester Zeit ja große Teile des Arbeitslebens ins Homeoffice verlagert werden mussten. Und die atemberaubende Geschwindigkeit, in der dies vollzogen werden konnte, zeigt auf der einen Seite, wie schnell und effektiv Arbeitsprozesse komplett umgestellt werden können, wenn alle an einem Strang ziehen. Das ist übrigens in weiten Teilen der Wirtschaft sogar besser gelungen als in Teilen der Verwaltung. Auch das eine Hausaufgabe oder ein Auftrag in der Verwaltung, im öffentlichen Bereich besser zu werden. Auf der anderen Seite hat das aber auch gezeigt, dass das Thema Cybersicherheit auch im Lichte der Corona-Krise, und das ist ja nun die größte Herausforderung für unsere Gesellschaft seit Bestehen unserer Bundesrepublik, dem nicht aus dem Blick geraten darf. Denn die Angriffsflächen für Spionage, für Kriminelle, für Betrüger im Cyberraum, die haben sich eben nochmal durch diese Homeoffice-Verlagerung deutlich vergrößert.
Durch den vermehrten Einsatz privater Hardware dabei im beruflichen Umfeld steigen die Herausforderungen für die IT-Sicherheit. Und natürlich ist es nachvollziehbar und ich finde auch richtig, wenn manche betrieblichen IT-Sicherheitsregeln in einer derartigen Krise dann auch pragmatisch, realistisch, lebensnah ausgelegt wurden. Aber andererseits hat es eben auch bestimmte Gründe, warum man genau solche Regeln aufgestellt hat. Und wir müssen natürlich schon irgendwie schauen, dass wir zu deren strikter Einhaltung auch zurückkehren. Und vielleicht in dem nächsten Fall, den wir hoffentlich nicht erleben, dann vielleicht auch von vornherein wir besser auch IT-sicherheitsmäßig vorbereitet sind. Die aktuelle Entwicklung beweist daher eindrücklich, jeder Einzelne von uns ist beim Thema Cybersicherheit gefragt. Nicht anderen, den Chef, das Unternehmen, gut, die haben die Hauptverantwortung, klar, aber nicht allein auf sie verlassen, auch nicht allein auf den Staat. Unsere eigene Verhaltensweise spielt eben eine große Rolle. Und das heißt eben auch, dass wir zusammenstehen wollen und zusammenarbeiten wollen bei diesem Thema in einem Schulterschluss zwischen Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, soweit der Begriff Schulterschluss in Pandemiezeiten noch benutzt werden darf. Um der Lösung dieser Herausforderungen dann ein stabiles Fundament zu geben, haben wir bei dem eben angesprochenen Digitalgipfel 2019 in Dortmund gemeinsam mit hochrangigen Vertretern eben aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft diesen nationalen Pakt Cybersicherheit ins Leben gerufen. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass ich in einer Quadriga mit Ihnen, Herr Müller, sowie mit Frau Claudia Nehmert von der Deutschen Telekom und mit Frau Professorin Mira Mezzini von der TU Darmstadt zusammenarbeiten darf und wir hier wirklich kompetente und gut vernetzte bekannte Persönlichkeiten für die Außendarstellung dieses Paktes gewonnen haben. Und deshalb bin ich mir sicher, dass wir in diesem Pakt heute auch ein gutes Stück vorankommen, wenn wir dann Ihre Impulse hören, wie beispielsweise die neuesten Erkenntnisse des VZBV aus der Marktbeobachtung, die gleich im Anschluss auf der Agenda stehen. Natürlich will das BMI, will unser Haus nicht nur die Plattform für den nationalen Pakt Cybersicherheit bieten, sondern sich auch aktiv einbringen. Im BMI haben wir in den letzten Monaten mit viel Akribie die zahlreichen Akteure, Initiativen im Bereich Cybersicherheit im Einzelnen identifiziert, Informationen strukturiert aufbereitet. Ja, man kann sagen, die Mitarbeiter und Unterstützer haben hier jeden Winkel Deutschlands digital erkundet. Und über mehrere Aufrufe im Internet und in sozialen Medien haben auch Unternehmen, Vereine, NGOs, Einzelpersonen auch ihrerseits nochmal uns Projekte genannt. Und ich freue mich wirklich sehr. Wir haben dabei viele interessante, spannende Einsendungen erhalten und wir haben auch wirklich positiv Überraschendes gefunden. Hierzu gehört zum Beispiel ein Gymnasium in Nordrhein-Westfalen, das Schüler zu ehrenamtlichen Cybercops ausbildet, die dann ihre Mitschüler bei allen Themen rund um Sicherheit in sozialen Netzwerken, auch bei Cybermobbing, bei persönlichen Daten beraten, unterstützen. Oder eine gemeinnützige NGO, die Programmierkurse und IT-Sicherheitsseminare für Flüchtlinge anbietet. Des Weiteren verschiedene Vereine, die Senioren einen sicheren Umgang mit Smartphones und Tablets näherbringen. Ihnen wird es so ermöglicht, auch im digitalen Raum am öffentlichen Leben aktiv teilzuhaben, eine Sache, die gerade in diesen Pandemiezeiten, glaube ich, besonders wichtig ist. Und alle diese Ergebnisse werden wir als Quadriga noch in diesem Jahr in einem Online-Kompendium zusammenstellen, also eine Art digitale Landkarte der Cybersicherheit in Deutschland. Und wir werden dabei eben auch transparent machen, dass wir in Deutschland wirklich im Bereich Cybersicherheit Hidden Champions haben, die eben alle in der Champions League mitspielen können, auf die wir stolz sein können. Und ich bin überzeugt, dass dann auch ersichtlich wird, dass wir in puncto Cybersicherheit weitaus besser aufgestellt sind, als oft auch behauptet wird. Und wir, glaube ich, tun gut daran, unsere Stärken viel besser sichtbar zu machen, dass wir denen, die in Unternehmen und anderswo, auch im Verbraucherkontext, sich für Cybersicherheit einsetzen, daran täglich oder jedenfalls regelmäßig arbeiten, auch sagen, also ihr müsst euch da nicht schämen, ihr seid nicht nur Kostenträger, sondern ihr habt allen Grund, den aufrechten Gang einzuüben wieder und deutlich zu machen, dass ihr für euer Umfeld, für euer Unternehmen, für eure Behörde eben wichtig seid. Und das gilt allemal, auch wenn es um Themen des Verbraucherschutzes geht. Und trotzdem, das Schlimmste wäre, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, um dem Bild Champions League zu bleiben. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir müssen sozusagen immer à jour bleiben. Wir müssen auch weiterhin, das werden wir tun in der Quadriga, Schlüsselthemen identifizieren, Cybersicherheitsherausforderungen nicht von heute nur, sondern auch von morgen. Gerade jetzt ist aus meiner Sicht wichtig, Tempo im Spiel zu halten und mit der rasanten technischen, leider auch rasanten kriminellen Entwicklung Schritt zu halten oder eben besser immer einen Schritt voraus zu sein.
Und hierzu werden wir als Quadriga auch eine gemeinsame Erklärung zur Cybersicherheit mit wesentlichen Schlüsselthemen vorstellen, öffentlich diskutieren. Das wird dann der Schlussstein des Nationalen Paktes für Cybersicherheit im engeren Sinne sein, aber zugleich auch der Startschuss sein für die zweite Phase, nämlich die Umsetzungsphase des Nationalen Paktes. Wann genau das sein wird und in welchem Rahmen, ob vielleicht wieder bei einer klassischen Veranstaltung face-to-face oder wieder digital, das können wir heute angesichts der Situation noch nicht sagen. Wobei, das will ich schon mal erwähnen, in dem Kampf, diese Pandemielage in den Griff zu bekommen, da können wir alle einen Beitrag auch leisten, indem wir zum Beispiel die heute gelaunchte Corona-App auch nutzen. Die ist sozusagen nicht das Wundermittel, aber ein Baustein, ein nicht unwichtiger Baustein, um eben die wichtige Arbeit auch unserer Gesundheitsbehörden, Infektionsketten nachzuverfolgen, ein wenig leichter zu machen. Meine Damen und Herren, der Nationale Pakt Cybersicherheit, diesen letzten Aspekt will ich noch sagen, ist auch international eingebettet. Und wir haben den sogenannten Paris Call for Trust and Security in Cyberspace, das kennen Sie, vom Präsidenten Macron ins Leben gerufen. Das gab es 2018 auf dem Paris Peace Forum und 2019 auf dem Internet Governance Forum der Vereinten Nationen in Berlin. Das wurde vorgestellt, wird von der Bundesregierung, den meisten EU-Mitgliedstaaten, zahlreichen Staaten außerhalb von Europa, Australien, Japan, inzwischen muss man in die Liste außerhalb der EU ja auch Großbritannien nennen, unterstützt. Unternehmen unterstützen das, Verbände, Nichtregierungsorganisationen gehören zu Unterzeichnern, Bitkom ist dabei, der Verband der Internetwirtschaft ECO, die Deutsche Telekom, ich könnte viele weitere nennen. Und in diesem Paris Call werden 9 grundlegende Prinzipien vereinbart. Eines davon haben wir gerade schon gehört, Security by Design, welche unter der gemeinsamen Verantwortung aller Unterzeichner das Vertrauen, die Sicherheit, die Stabilität im Cyberspace verbessern sollen. Dieser nationale Pakt für Cybersicherheit, den wir hier von Deutschland aus betreiben, wird sich mit eigenständigen Maßnahmen an diesen Themen in den nächsten Monaten und diesem Prozess, diesem weltweiten Prozess beteiligen, einbringen. Denn Deutschland ist natürlich auch im Cyberspace keine Insel. Wir sind vielfältig vernetzt in einer globalisierten Welt. Das sind alles Fragen, die wir nur gemeinsam auch mit internationalen Partnern lösen können. Meine Damen und Herren, der heutigen Veranstaltung wünsche ich abschließend gutes Gelingen und uns allen, die wir im Nationalen Pakt Cybersicherheit mitarbeiten, dann eben auch gute Erkenntnisse daraus. Bitte bringen Sie sich aber gerne auch über die heutige Veranstaltung hinaus mit Ihren Ideen, Ihren Vorstellungen in diesen Prozess aktiv ein, denn ich und wir hier im Innenministerium freuen uns über diesen Austausch und wir brauchen diesen Austausch, wenn dieser Nationale Pakt für Cybersicherheit zum Erfolg werden soll und auch ganz konkret etwas bringen soll für Verbraucherinnen und Verbraucher. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Professor Dr. Krings, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium. Schön, dass Sie da waren. Der Bundesverband der Verbraucherzentrale hat vor einiger Zeit eine Umfrage gestartet, die gefragt hat, was sich denn die Verbraucher und Verbraucherinnen denn wünschen. Dazu jetzt zunächst erstmal die Ergebnisse dieser Befragung mit Sven Schariot. Ja, guten Nachmittag und vielen Dank. In der Marktbeobachtung haben wir das Ohr am Puls der Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir kennen die Sorgen und Nöte, wir kennen die Probleme und natürlich auch die spezifischen Sichtweisen. Und ich darf jetzt vorstellen, die Erfahrungen und Erwartungen in puncto Datensicherheit und IT-Sicherheit. Das sind im Wesentlichen Ergebnisse einer repräsentativen Befragung, die ich gleich vorstellen werde. Und das sind Auswertungen der Beschwerden und Hinweise, die wir im Frühwarnnetzwerk erreichen. Da ich ja jetzt nur 5 Minuten habe, das werde ich großzügig interpretieren, kann ich nicht auf jede Folie im Detail eingehen. Die Folie ist aber online auf unserer Veranstaltungsseite. Da kann man das jetzt schon oder später auch nochmal in Ruhe sich anschauen. Kurz zum Steckbrief der repräsentativen Befragung. Wir haben 2000 Personen befragt und das Ganze Anfang Mai, das ist also noch sehr aktuell. Und zu den Kernergebnissen, da sieht man, für die überwältigende Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher ist Daten- und IT-Sicherheit ein wichtiges Thema. Die geben nämlich an, dass sie sich wünschen, dass ihre Geräte, ihre Anwendung und ihre Daten vor einem unberechtigten Zugriff geschützt werden. Das hat hohe Priorität. Das sehen wir auch auf der nächsten Folie. Und zwar sagen immerhin 9 von 10 Befragten, dass sie Wert darauf legen, wenn sie sich ein Gerät anschaffen oder wenn sie eine digitale Anwendung nutzen, dass die
IT-Sicherheit und die Datensicherheit auf dem aktuellen Stand ist. Das ist etwas stärker ausgeprägt bei den älteren Verbraucherinnen und Verbrauchern, etwas weniger stark ausgeprägt bei den jüngeren. Aber insgesamt sprechen diese Zahlen für sich. Die ganz, ganz große Mehrheit der Verbraucherinnen und Verbraucher findet das wichtig. Wenn wir uns jetzt angucken, was den Verbraucherinnen und Verbrauchern im Einzelnen wichtig ist, dann sehen wir hier die Top 5 Themen. 4 davon drehen sich um Updates und Betriebssystem. Das heißt, wie lange ich Updates bekomme, dass das transparent gemacht wird, dass nach Sicherheitslücken relativ schnell ein Update eingespielt wird und insgesamt das Betriebssystem aktuell ist, das gehört zu diesen wichtigen Themen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Und eine Zahl möchte ich in dem Zusammenhang besonders hervorheben. Und zwar wünschen sich immer noch 85% der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass die Anbieter die Angriffsfläche für digitale Bösewichter von vornherein minimieren durch Voreinstellung. Also zum Beispiel, dass standardmäßig Bluetooth deaktiviert ist von vornherein. Das ist also eine ganz klare Erwartungshaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher. Gucken wir uns die Sorgen und Ängste der Verbraucherinnen und Verbrauchern an, dann sehen wir die Angst, die ist sehr präsent bei vielen, dass ihre Daten in unberechtigte Hände gelangen. Also durch schlecht geschützte Systeme, durch Sicherheitslücken, die auftauchen könnten beim Anbieter. Diese Sorge ist da und wir sehen weiter eine gewisse Ratlosigkeit. Das heißt, viele Verbraucherinnen und Verbraucher fragen sich, was kann ich überhaupt machen, wenn sowas passiert? Wenn ich entdecke, dass meine Daten da an falsche Hände geraten sind, dann wissen sie gar nicht, was sie tun können. Das sagen immerhin noch 71% der Befragten. Dass diese Sorge berechtigt ist und dass da auch immer wieder Probleme auftauchen, das sehen wir in unserem Frühwarnnetzwerk, also Verbraucherzentralen und VZBV unterhalten. Ein Frühwarnnetzwerk, in dem aktuelle Beschwerden und Hinweise von Verbraucherinnen und Verbrauchern einlaufen, die analysieren wir. Ein Beispiel sehen wir auf dieser Folie. Da ist einem Verbraucher das Konto gehackt worden, das Amazon-Konto. Und er hat das leider erst festgestellt, als die erste Rechnung gekommen ist, die er gar nicht zuordnen konnte. Er hatte auch keine Chance, das Ganze vorher zu merken. Da gab es keine Benachrichtigung. Und das ist jetzt ein Beispiel. Solche Fälle gibt es immer wieder. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, die könnte aus unserer Sicht reduziert werden, wenn es da Voreinstellungen gäbe in puncto IT-Sicherheit. Also wenn standardmäßig Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel eingeschaltet wäre, dann würde das die Zahl der Verbraucherinnen erhöhen, die sowas auch nutzen. Und eine Voraussetzung dafür ist natürlich, dass Zwei-Faktor-Authentifizierung überhaupt angeboten wird. Dieser Anbieter macht das in dem Beispiel, das wir hier haben. Das machen aber noch längst nicht alle Anbieter. Dass das im Alltag der Verbraucherinnen und Verbraucher auch vorkommt, also Sicherheitsvorfälle, das sehen wir hier. Immerhin sagen 75% der Befragten, dass sie in den letzten 12 Monaten einen Vorfall hatten. Und wenn wir uns angucken, was das ist, dann sehen wir immerhin noch, jeder siebte und jede siebte Befragte hatte in den letzten 12 Monaten das Problem, dass ein sicherheitsrelevantes Update gar nicht mehr geliefert wurde. Dafür haben wir auch ein weiteres Beispiel. Da hat sich ein Verbraucher beschwert. Der war auf der Suche nach einem neuen Smartphone und hat dann festgestellt, das war ein gewisser Rechercheaufwand, dass Geräte, die als neue Geräte angeboten wurden von Händlern, zum Zeitpunkt des Kaufes gar keine Updates mehr zur Verfügung gestellt haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Erstens ist es für viele Verbraucher gar nicht transparent. Hier in dem Fall musste der Betreffende, der sich ein bisschen auskennt, einen ziemlichen Aufwand investieren, um das herauszubekommen. Und das bedeutet natürlich, wenn jemand so ein Handy kauft, dann wird das in Zukunft nur eingeschränkt geschützt. Und das ist aus Verbrauchersicht ein riesengroßes Problem. Wenn wir uns jetzt angucken, wie die Einstellung der Verbraucher aussieht und der Verbraucherin, ihr Sicherheitsverhalten, dann sehen wir, dass mehr als die Hälfte der Befragten sagt, sie verlassen sich auf die voreingestellten Sicherheitseinstellungen. Also Security by Default spielt eine große Rolle in dem Zusammenhang. Und auch gerade die Hälfte, 52% der Verbraucher sagen, der Verbraucherinnen, sie würden sich gerne stärker um Sicherheit kümmern, um ihre Sicherheitseinstellungen, aber die sind schwer zu finden. Also da gibt es Hürden offensichtlich von der Anbieterseite, die es ihnen schwer machen, ihre Sicherheit, ihre Daten- und IT-Sicherheit zu erhöhen. Das führt dann wahrscheinlich auch zu der dritten wichtigen Aussage, die wir auf dieser Folie sehen. Und zwar sagt 51% der Verbraucherinnen und Verbraucher,
sie haben gar keine Zeit und gar keine Lust, sich länger um IT-Sicherheit zu kümmern. Und das ist natürlich nicht der Wert, den man sich wünscht, ist aber eine ehrliche Antwort und es könnte natürlich damit zusammenhängen, dass es ihnen auch nicht leicht gemacht wird. Und dann noch am Ende die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher an die Anbieter. Da sehen wir hier die Top 3 Themen, die es da gibt. Da sagen 66%, sie möchten, dass sicherheitsrelevante Updates für einen verpflichtenden Zeitraum zur Verfügung gestellt werden. 59% wünschen sich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der Kommunikation zwischen Nutzern. Und immerhin noch die Hälfte, 48%, wünscht sich Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also das sind ganz klare Erwartungen und auch Handlungsaufforderungen für die Anbieter. Dankeschön. Vielen Dank. Und bevor wir nun in unsere virtuelle Podiumsdiskussion einsteigen, möchte ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, etwas fragen. Und zwar möchte ich Sie bitten, bei uns abzustimmen. Und zwar heute hat ja die Bundesregierung die freiwillige Corona-Warn-App vorgestellt. Und wir fragen uns, werden Sie diese auch nutzen? Und Sie können tatsächlich bei uns sozusagen Ihre Antwort anklicken über dieses Tool Slido. Das ist ein Browser-Tool, das brauchen Sie sich auch nicht herunterzuladen. Einfach einen neuen Tab öffnen oder vielleicht auf dem Handy. Und wir sind sehr gespannt auf Ihre Antworten. Wir kommen später nochmal darauf zurück, also sowohl auf die Ergebnisse dieser Mini-Umfrage als auch auf das Thema an sich. Und jetzt begrüße ich erstmal ganz herzlich Marit Hansen, Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes Schleswig-Holstein. Hallo. Hallo. Florian Schumacher vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Hallo. Anna Biselli von Netzpolitik. Und Lina Ehring von der Verbraucherzentrale Bundesverband. Ja, hallo in die virtuelle Runde. Frau Hansen, Sie haben es gehört, die Verbraucher wünschen sich IT-Sicherheit und das am besten schon beim Kauf der Geräte. Wo stehen wir denn da im Moment? Ist da noch viel zu tun? Ich glaube, da ist noch sehr viel zu tun. Ich als Datenschützerin könnte mich ja fast zurücklehnen und sagen, steht doch alles im Gesetz. Dann sind wir fertig. Leider ist die Realität ganz anders. Aber manchmal ist es ja auch schwierig, genau zu wissen, was es bedeutet. Zum Beispiel sehen Sie hier mein Handy. Frau Hansen? Wir können Sie gerade nicht hören. Haben Sie Ihr Mikrofon eingeschaltet? Ja, sollte gehen. Also hier ist alles in Ordnung. Ob die Technik Ihnen da weiterhelfen kann. Ja, ja, ich höre Sie sehr gut. Sie haben mich okay, das ist jetzt keine Geisterstimme, sondern es ist ein sehr netter Kollege im Hintergrund, der hier den sozusagen Livestream managt und uns technisch unterstützt. Ja? Schauen wir mal. Hansen. Ja, wunderbar. Ich habe nichts verstellt. Also Sie sehen schon an der Technik, es ist manchmal gar nicht so einfach, das so zu haben, wie man es möchte. Und hier sehen Sie mein Handy, Sie können nicht drauf gucken, Sie sehen nicht, was da ist. Warum nicht? Weil da eine Folie drauf ist. Eine Folie, die verhindert, dass Sie von der Seite sehen, was da ist. Haben Sie sowas auch? Wird es normal ausgeliefert? Ganz selten sehe ich das bei anderen Leuten. Warum nicht das gleich beilegen? Also, noch viel zu tun beim Kauf von Geräten, so eine Folie zum Beispiel, damit man nicht von nebenan im Zug oder im Bus auf Ihr Display spickern kann. Herr Schumacher, Sie kümmern sich beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ganz konkret um digitalen Verbraucherschutz. Das ist ja recht neu. Was ist denn da ganz aktuell und auch konkret Ihre Aufgabe? Ja, vielen Dank, Frau Eckert. Auch vielen Dank an den VZBV, dass ich hier die Perspektive des BSI einbringen kann in die Diskussion. Grundsätzlich kann man sagen, dass das BSI überzeugt ist, dass ohne Informations- und Cybersicherheit die Digitalisierung nicht gelingen wird. Warum? Wir haben eben schon in der Umfrage gemerkt, das Thema Vertrauen in die Sicherheit ist oftmals nicht vorhanden, aus berechtigten Gründen. Und das Thema Vertrauen ist aber wichtig, dass natürlich die Angebote, die digitalen Angebote genutzt werden. Auf der anderen Seite, Herr Krings hat es angesprochen in seinem Vortrag, ist natürlich das Thema der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Infrastrukturen ein wichtiges. Und deswegen wurde dem BSI über den Koalitionsvertrag ja die neue Aufgabe des digitalen Verbraucherschutzes zugewiesen. Was machen wir ganz konkret hier beim BSI? In der
Projektgruppe Digitaler Verbraucherschutz, die ich leite, bauen wir das Thema auf. Das heißt, wir organisieren den organisatorischen Aufbau, inhaltlichen Aufbau an einem neuen Standort in Freital, wo das BSI den digitalen Verbraucherschutz aufbauen wird. Wir treten beratend auf bei verschiedenen Vorhaben im BSI, so beispielsweise bei dem Thema IT-Sicherheitskennzeichen, was eben ja auch schon genannt wurde. Frau Biselli, Sie haben es gerade gehört, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat sozusagen den Verbraucherschutz entdeckt. Sie sind von Netzpolitik dort Journalistin. Und Netzpolitik ist ja nicht nur eine sehr informative Nachrichtenseite für digitale Themen, sondern Sie setzen sich ja auch ganz konkret für Freiheitsrechte ein. Was ist da für Sie sozusagen Freiheitsrechte, Verbraucherschutz? Was sind da für Sie Abwägungen? Sind da mögliche Knackpunkte? Ja, wir beobachten ja seit Jahren politische Prozesse, die sich um IT-Sicherheit drehen. Und da haben wir ganz oft das Gefühl, dass sich Dinge innerlich widersprechen. Das wurde ja gerade schon gesagt. Es geht auch einfach ganz viel darum, ne, dass es Vertrauen gibt und dass irgendwie Menschen und Nutzerinnen irgendwie vertrauen können, dass Dinge sicher sind. Und dann gibt es auf der einen Seite Gesetzgebung, die zum Beispiel höhere Standards festlegt oder irgendwie gewisse Schritte in Richtung geht, dass es auch mehr Personal zum Beispiel für das BSI gibt. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Gesetzgebungen, die IT-Sicherheit schwächt und das Ganze wieder mehr oder weniger zunichte macht. Und das beobachten wir seit langem und das ist immer wieder sehr schade. Frau Erich, Frau Biselli hat es eben angedeutet, nämlich dass sozusagen es da ja widerstreitend auch Gesetzgebungen gibt. Nun würde mich sehr interessieren, was beobachten Sie denn als Bundesverband der Verbraucherzentrale? Was ist denn für Sie das drängendste Thema gerade in Bezug auf die Cybersicherheit? Ja, vielen Dank, dass ich heute auch da sein kann. Ich freue mich sehr. Für uns, Herr Müller hat es ja schon angedeutet und Herr Schariot in der Umfrage hat es ja auch nochmal bestätigt, ist vor allem wichtig, dass Verbraucher, wenn sie vernetzte Geräte, aber auch digitale Anwendungen verwenden, dass sie darauf vertrauen können, dass sie sicher sind. Also sprich sozusagen, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, ist mein Gerät sicher, sondern sie können davon ausgehen. Das bei der Anschaffung natürlich nach dem Stand der Technik, aber auch, wir haben es auch schon gehört, IT-Sicherheit, Datensicherheit ist dynamisch, auch im Laufe der Zeit. Also wenn Sie ein Gerät länger nutzen, dass Sie auch wissen, okay, wenn es Sicherheitsvorfälle gibt, dann wird der Hersteller, dann wird der Anbieter mir Sicherheitsupdates zur Verfügung stellen. Also die Schlagwörter, die wir im Datenschutz verfolgen, Privacy by Design, Privacy by Default, das Gleiche auch im Sicherheitsbereich, Security by Design und Security by Default. Und natürlich gibt es da Punkte, die sich gegebenenfalls widersprechen. Ich sage mal einfach ein Schlagwort, Verschlüsselung in der Kommunikation ist natürlich aus Verbrauchersicht wünschenswert. Für den Bereich der inneren Sicherheit, also auch gerade das BMI, gegebenenfalls in mancherlei Hinsicht ein Problem. Vielen Dank. Wir werden später da auch nochmal in unserer Diskussion wieder drauf zurückkommen, sozusagen, was denn dieses Thema IT-Sicherheit dann auch immer in der politischen Debatte bedeutet. Ich will ganz gerne mit so einem ganz praktischen Beispiel einsteigen. Und zwar, jeder von uns kennt es, es ist Corona, man will am liebsten gar nicht aus dem Haus, trinkt vielleicht den ganzen Tag Kaffee und überlegt sich dann irgendwann, ich brauche eine neue Kaffeemaschine. Was macht man? Man geht ins Netz und schaut nach einem Schnäppchen. Ich habe Ihnen jetzt mal einen Screenshot mitgebracht aus einer gemeinsamen Recherche, die ich mit Kollegen mal gemacht habe. Was Sie hier sehen können, zumindest hoffe ich das, ist ein sogenannter Fake-Shop. Diesen Shop gibt es nicht wirklich. Das ist dann nur eine Art, ich sag mal, Hülle, eine Art leere Webseite. So, der Käufer, die Käuferin soll dann am besten per Vorkasse bezahlen. Machen sie dann auch, weil es ja so schön günstig ist. Sieht ja auch alles total vertrauenserweckend aus. Und dann ist am Ende das Geld weg. Oftmals, und das ist jetzt ganz besonders ärgerlich, können Sie diesen Fake-Shop gar nicht oder nur sehr schlecht erkennen, weil im Impressum nämlich eine echte Person eingetragen ist, wahrscheinlich sogar mit echter Adresse. Und dann haben wir es hier mit einem besonders perfiden Betrug zu tun und darüber will ich auch gerne mal unsere Runde dann hin zu eröffnen, nämlich zum einen mit Abzocke, ganz klassisch, und zum anderen aber mit Identitätsklau. Frau Erich, Sie kennen da ja sicher die Berichte auch aus der Verbraucherzentrale, aus den Verbraucherzentralen zu dem Thema. Was bedeutet das denn, Identitätsklau für die Betroffenen ganz konkret?
Ja, in den Verbraucherzentralen werden uns viele Fälle von Identitätsklau gemeldet. Das sind Situationen, wo Verbraucher merken, dass zum Beispiel durch die Kreditkartenabrechnung dort Posten auftauchen, die ihnen nichts sagen. Dann recherchieren sie und dann stoßen sie vermutlich darauf, dass in ihrem Namen, mit ihren Daten, ein Kauf getätigt wurde oder ein Abo abgeschlossen wurde. Und sie selber haben damit nichts zu tun. Jetzt ist die Frage, woher haben diese Betrüger die Daten? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Relativ häufig haben wir es auch mit Phishing-Mails zu tun. Das heißt, Verbraucher bekommen Mails, wo sie aufgefordert werden, ihre Daten einzugeben. Die sind mittlerweile täuschend echt zum Teil gestaltet und einige Verbraucher fallen darauf leider rein und werden dann Opfer von diesen Betrügereien. Dann haben wir aber auch immer wieder Datenlecks bei Unternehmen. Ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber sie tauchen ja immer wieder auf, also dass viele Daten abgegriffen werden durch zum Beispiel Sicherheitslücken bei Unternehmen. Da kann es auch dazu kommen, dass meine E-Mail-Adresse, dass meine Kontoverbindung, Kreditkarten, Informationen ausgespäht werden und dann natürlich für solche Betrügereien verwendet werden. Frau Hansen, was kann ich denn zunächst einmal als Nutzer, Nutzerin tun, wenn ich betroffen bin von sowas? Das ist ja ein Betrug und das bedeutet sowohl für den, der jetzt gerade das Geld verloren hatte beim Einkaufen, als auch für den, dessen Identität verwendet wird, ist das etwas, was man zur Anzeige bringen sollte. Das bedeutet, gerne zur Polizei gehen und sich dort auch beraten lassen. Denn das einfach nur wegzustecken und zu hoffen, das geht von alleine vorbei, so funktioniert es eben nicht. Natürlich muss man auch besonders aufpassen, wenn einmal die Adresse dort schon verwendet wird, dass vielleicht noch viel mehr passiert. Zum Beispiel, wenn der Grund war, dass Datenlecks irgendwo aufgetreten sind, beispielsweise mit Kontodaten oder mit Passwortdaten, dass noch weitere Identitäten eine Rolle spielen, sagen wir durch die E-Mail-Adresse. Wenn das erstmal in falsche Hände geraten ist, kann man fast jeden anderen Account darüber auch wieder zurücksetzen. Und das wäre ein erheblicher Angriff. Genauso, dass auch Kontobewegungen möglich sind. Das ist aber jetzt erstmal nur noch an den Symptomen herumdoktern, also aufpassen, dass man keinen noch größeren Schaden erleidet. Eigentlich wollen wir ja, dass es gar nicht passieren kann. Vielleicht dazu, Herr Schumacher, vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Sowas gehört ja sozusagen auch zu Ihrem Feld. Ich habe jetzt eben diesen Fall Fake Shop geschildert. Also wenn meine Identität jetzt für einen betrügerischen Webshop benutzt wird. Als Verbraucher erkenne ich das vielleicht auch noch von außen, aber es gibt ja mittlerweile ganz ausgefallene Fälle von Identitätsklau. Vielleicht können Sie da auch mal was aus Ihrer Praxis vom BSI schildern. Wie gehen die Betrüger davor? Genau, ich kann verschiedene Beispiele nennen. Das BSI arbeitet hier auch beispielsweise eng mit der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen zusammen, die einen sogenannten Phishing-Radar unterhalten und wir tauschen uns da oft über konkrete Fälle von Phishing aus. Grundsätzlich kann man sagen, dass das Thema Phishing jetzt auch besonders in Corona-Zeiten ein wichtiges und ein großes Thema ist, da man einfach bei den Verbrauchern und Verbrauchern natürlich eine Unsicherheit erlebt über die aktuelle Situation und die Maßnahmen, die daraus abgeleitet sind. Man hat einen großen Zeitdruck, beispielsweise durch Homeschooling, durch Homeoffice, muss man vielleicht noch schnell eine E-Mail beantworten zwischendurch etc. Und man fokussiert sich dann aus Angreifersicht natürlich auch auf aktuelle Themen wie Corona. Ein konkreter Fall wäre, dass im Namen der Sparkasse E-Mails verschickt wurden an die Verbraucherinnen und Verbraucher. Darauf hat auch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen und wir über BSI für Bürger aufmerksam gemacht. Die Sparkasse hat dort in der fingierten E-Mail darüber informiert, dass Filialen geschlossen werden. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden aufgefordert, um weiterhin im Kontakt zu bleiben und auch Beratung zu erfahren mit der Sparkasse, dort Informationen anzugeben und eben auf einen Link zu klicken und dort Adresse, Telefonnummer und auch die E-Mail-Adresse anzugeben. Die E-Mail war sprachlich sehr gut. Es wurde gezielt mit Emotionen gespielt, wie auch ein Schlusssatz zeigte, dass Prävention keine Hysterie darstelle.
Und so war der Verbraucher oder der Empfänger der E-Mail dann in der Lage oder in der Situation, dass er dachte, hier darauf muss ich reagieren, damit ich weiterhin in Kontakt bleiben kann mit meiner Bank, mit meiner Hausbank, und hat dann womöglich reagiert und die Daten dann online angegeben. Und so hatte der Betrüger natürlich schön wichtige Informationen, worüber dann weitere kriminelle Aktionen vorgegangen werden können. Andere Beispiele von Betrug, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo auch Phishing genutzt wurde, ist das Thema Soforthilfe oder auch Kurzarbeitergeld. Das zeigt also, es sind typische Fälle, wo Unsicherheit ausgelöst wird bei den Empfängerinnen und Empfängern und vermeintlich eine kurzfristige Aktion erforderlich ist. Frau Biselli, ich würde gerne mal auch nochmal zurückkommen, auch auf das, was Frau Hansen vorhin schon gesagt hat, nämlich die Frage auch, wie kann ich mich vor sowas schützen? Weil das sieht ja im Moment so ein bisschen so aus, als bleibt das am Ende beim Verbraucher so ein bisschen hängen. So bist du halt reingefallen, sollst du nicht, musst du besser aufpassen. Ja, kann das sein oder müsste da auch noch mehr getan werden? Ich hatte mal eine Recherche dazu, wie eben Menschen primär bei eBay, Kleinanzeigen oder anderen so Kleinanzeigenportalen Betrug erfahren haben und habe dann mit ganz vielen Betroffenen geredet, und der Großteil der Leute ist eben nicht zur Polizei gegangen, weil sie auch gesagt haben, sie schämen sich dafür. Das heißt, Das ist auch immer noch schambehaftet, wenn man auf irgendwas reinfällt, weil man ja sagen könnte, ach guck mal, dass du jetzt das neue iPhone für irgendwie 50 Euro kriegst, das hättest du ja nicht glauben brauchen oder so. Und ich glaube, da geht es auch darum, irgendwie Menschen zu ermutigen, überhaupt mit dem Problem wohin zu gehen, und zum anderen ihnen dann auch Hilfestellungen anzubieten. Und Betroffene haben eben auch gesagt, dass wenn sie zur Polizei gehen und eine Anzeige machen, dass ihnen da auch kaum weitergeholfen wird, weil dann zum Beispiel Beamte sagen, naja, das wird man eh nicht ermitteln. Und ich glaube, da braucht es einfach gezielt Unterstützung und auch eben dann die Erfahrung, dass man nicht allein gelassen wird und dass dann was getan wird oder zumindest versucht wird, so viel zu tun wie möglich, und man dann nicht nur der Depp ist, der drauf eingefallen ist. Frau Erich, gibt es denn Möglichkeiten auch, ja, also zum einen für mich als Verbraucherin, Verbraucher, mich im Vorfeld vor sowas zu schützen, und auch gibt es sonst auch noch mehr institutionelle Möglichkeiten? Also wir haben es jetzt von Frau Biselli gehört, das eine wäre so Barrieren abbauen, ne? Also sozusagen, dass Verbraucherinnen, Verbraucher sich schnell irgendwo melden können. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ja, ich finde es nochmal ganz wichtig. Also wir reden ja die ganze Zeit, was können die Verbraucher tun? Natürlich kann man durch Aufklärung, Aufbau von Kompetenzen, Sensibilisierung beim Verbraucher, bei der Verbraucherin ganz viel bewirken. Aber es geht ja auch darum, wie können wir das von vornherein verhindern? Und da sollten wir den Blick auch nochmal auf die Unternehmen lenken. Es gibt immer noch genug E-Mail-Anbieter und Anbieter von Shops etc., wo ich mich irgendwie einlogge und wo es keine Anforderungen an die Passwortstärke zum Beispiel gibt. Und da ist ein Punkt, sowas sollte nicht mehr möglich sein. Man sollte als Anbieter quasi seine Systeme so konfigurieren, dass Passwörter immer eine oder bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Das heißt, so Passwörter wie 1, 2, 3, 4 gehen einfach nicht. Ja, gleichzeitig auch die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also es gibt einfach genug Anbieter, da gibt es gar nicht die Option. Wir haben auch über Voreinstellungen gesprochen. Es wäre einfach wünschenswert, wenn wir hier auch Voreinstellungen hätten, die optional vom Verbraucher auch geändert werden können. Das heißt, wenn ich das nicht möchte aus irgendeinem Grund, dann kann der Verbraucher das ändern. Aber das einfach erstmal von vornherein mehr Sicherheit auch durch die Unternehmen geboten wird und so sozusagen einfach das Sicherheitslevel insgesamt erhöht wird. Was wir nicht machen dürfen, ist alles quasi auf den Verbraucher schieben und zu sagen, ja, ihr müsst irgendwie kompetenter damit umgehen, ihr müsst sensibilisiert werden und so weiter. Ja, das ist ein Baustein und der gleiche, also gleichzeitig ist ein Baustein sozusagen das Sicherheitslevel durch die Wirtschaft, durch die Unternehmen by Design sozusagen zu erhöhen und auch ja, diese Forderungen zu stellen. Bevor wir genau an der Stelle weitermachen, auch nochmal eine Frage bitte an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie alle
kennen wahrscheinlich das Prinzip Zwei-Faktor-Authentifizierung. Frau Erich hat es ja eben angesprochen. Das heißt, dass wir zum Beispiel beim Online-Banking derzeit uns nicht nur über eine PIN oder ein Passwort authentifizieren, sondern auch noch über einen zweiten Faktor, zum Beispiel eine TAN. Jetzt wollen wir Sie nochmal fragen, nochmal eine kleine Online-Umfrage machen. Und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen, ob Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung benutzen. Geben Sie einfach an A, B, C oder D und wir kommen dann später auf die Ergebnisse zurück. Ja, ich bin gespannt und will aber an dem Punkt nochmal Verantwortung. Ja, wo liegt eigentlich die Verantwortung? Da möchte ich gerne weitermachen. Frau Hansen, Sie sind ja als Datenschützerin sozusagen in diesem Alltag unterwegs, Verbraucherinnen auf der einen Seite, Unternehmerinnen auf der anderen Seite. Ja, ist es denn für Unternehmen, ja, könnten die da mehr machen? Müssten die vielleicht dazu auch gezwungen werden, sprich also per Gesetz? Eigentlich sind sie schon dazu gezwungen, dass sie sich an den Datenschutz halten. Und das bedeutet, ja, jetzt lachen alle, aber das bedeutet, dass dort auch eine gewisse Grundsicherheit auf jeden Fall eine Rolle spielt. Beispielsweise Formulare, in die man sein Passwort oder eine Kreditkartennummer einträgt, dass das dann ohne SSL-TLS-Verschlüsselung läuft, dass wenn man mit dem kleinen Schloss im Browser das sehen kann, das ist längst nicht mehr Stand der Technik und tatsächlich haben auch fast alle da inzwischen nachgezogen. Und dafür kann man jetzt eine Reihe von Kriterien aufzählen. Das eine, was der Verbraucher oder die Verbraucherin auch sieht und empfinden kann und fühlen kann, also die technische Zugriffsmöglichkeit beispielsweise. Das andere im sogenannten Backend, wie ist da die Datenverarbeitung organisiert? Nämlich es hilft ja nichts, dass der Verkauf noch gut funktioniert, aber im Hintergrund die Datenbank zum Beispiel im Zugriff für welche ist, die das einfach herausfinden durch Serverangriffe beispielsweise. Und insgesamt kann man natürlich auch noch mal ganz woanders ansetzen. Fast immer ist ein Betrug auf Geldtransfer ausgerichtet. Das bedeutet, irgendwo ist ein Geldfluss. Und da gibt es zum Beispiel Treuhänder, die dann anbieten, wir passen auf, dass das in Ordnung ist, dass erstmal nur auf deren Konto sozusagen was überwiesen wird und das geht weiter. Die müssen natürlich vertrauenswürdig sein. Oder dass dann eine Art Versicherung nachher greift. Solche Modelle gibt es. Und bei größeren Anschaffungen sollte man auf keinen Fall erstmal blind schon mal überweisen, wenn man die andere Seite gar nicht kennt. Mhm. Wird das denn ausreichend, also jetzt nochmal auf die Unternehmerseite zurückgekommen, wird sowas ausreichend sanktioniert? Also wenn es eine Bestimmung gibt, dass ein Webshop so oder so auszusehen hat, wird denn da, ja, hat das irgendeine Konsequenz? Es ist so, dass wir jeder Beschwerde, die berechtigt ist, nachgehen. Das heißt immer, wenn sich jemand beschwert, dann passiert auch etwas. Wenn das allerdings nur aus Versehen war, wenn da eine gute Zusammenarbeit dann bei der Aufklärung passiert, dann wird das nicht als großer Verstoß gewertet. Aber es können auch empfindliche Bußgelder drohen. Das ist die Frage, mit der wir gestartet sind, das war aber Betrug. Da haben die gar nicht vor, sich an bestimmte Rechte oder Gesetze zu halten. Und gerade das Datenschutzrecht, das mag vielleicht sogar perfekt sein, nur mit ganz falschen Daten, also auch überhaupt gar nicht eingehalten. Für uns ist es dann auch schwierig festzustellen, wer ist es denn überhaupt und wo sitzt diese Person oder diese Firma. Wenn das nämlich außerhalb von Europa ist, dann haben wir auch ein Durchsetzungsproblem. Frau Erich, wie sehen Sie das? Also gerade auch nochmal Stichwort Internationalität. Klar, viele E-Mail-Dienstanbieter zum Beispiel sitzen nicht in Europa. Das eine ist die Durchsetzung, die Frau Hansen angesprochen hat, die natürlich schwerer ist, wenn wir außerhalb Europas die Täter haben. Ich will noch mal ganz kurz einen Punkt sagen. Also natürlich haben wir im Datenschutzrecht schon das Prinzip Privacy by Design und auch Privacy by Default. Und hierüber ist auch ja ein gewisses Maß sozusagen an Datensicherheit gewährleistet. Aber aus unserer Sicht könnten wir, was die gesetzlichen Anforderungen betrifft, noch an vielen Punkten nachbessern. Also wir haben im Bereich sozusagen gerade IoT, auch im Datenschutz, haben wir keine Verpflichtung, dass zum Beispiel die Hersteller von vernetzten Geräten, also im Smart Home, dass die auch verpflichtet sind, Privacy by Design
einzuhalten. Da heißt es in der DSGVO, also in der Datenschutzgrundverordnung nur, ja, es wird empfohlen. Also es ist eine sehr weiche Formulierung. Da müssen wir natürlich eine Verpflichtung haben, weil gerade im Smart Home, bei vernetzten Geräten, haben wir es mit vielen Herstellern zu tun, die einfach aus dem klassischen Bereich der weißen Ware kommen, die auch relativ, sag ich mal, neu in dem Bereich der vernetzten Geräte sind, die einfach verpflichtet sein müssen, auch Anforderungen des Datenschutzes zu erfüllen. So, im Bereich der IT-Sicherheit, das hat ja auch Herr Krings gesagt, haben wir einfach noch keine Regelung, die gesetzlich sagt, hey, ihr müsst ein bestimmtes Mindestmaß an IT-Sicherheit erfüllen. Das gibt es nicht. Und deswegen ist ja auch dieses IT-Sicherheitskennzeichen rein freiwillig. Das heißt, Unternehmen können sagen, hey, ich gebe eine Erklärung ab, dass mein Gerät einen gewissen Stand an Sicherheit erfüllt. Aber in Europa haben wir das nicht. Da gibt es Bestrebungen der EU-Kommission, die sogenannte NIS-Richtlinie nachzubessern, und das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Aber es muss natürlich erst kommen. Und ich glaube auch, dass viele Unternehmen natürlich sich auch erstmal dagegen vielleicht auch wehren werden, weil es halt bedeuten kann, dass man mehr investieren muss, um überhaupt Geräte auf den Markt zu bringen. Frau Biselli, Sie haben es vorhin auch schon mal angesprochen, eben das Thema Gesetze, die zum Teil ja auch in einem Widerstreit stehen. Glauben Sie denn, dass, wenn man sowas verpflichtend machen würde, glauben Sie denn, dass das auch erfolgversprechend sein könnte? Also gerade auch nochmal am Stichwort internationaler Kontext. Ich glaube, es gibt irgendwie ein paar Probleme. Und zum einen sieht man ja, dass IT-Sicherheit falsch gelaufen ist, meistens erst, wenn was passiert ist. Und das Ding ist, wie überprüft man das wirklich? Das heißt, man braucht Kapazitäten, um das zu überprüfen. Und es ist gut, wenn Kapazitäten da sind, aber es wird wahrscheinlich niemals reichen, um alles abzudecken, was es so an Produkten auf dem Markt gibt. Und zum anderen ist eben auch die Sache, wie können Hersteller das selber bei sich durchsetzen? Ich frage mich halt immer, wenn ich ein Hersteller bin und ich benutze Teile anderer Hersteller und ich bin jetzt dazu verpflichtet oder ich verpflichte mich selbst dazu, gewisse IT-Sicherheits, Kriterien einzuhalten, dann tritt aber plötzlich eine Sicherheitslücke bei einem Teil auf, das ich selber gar nicht hergestellt habe, aber verwende. Und wie komme ich denn dann jetzt an denjenigen dran, der das hergestellt hat, wenn der jetzt ganz woanders ist? Und da sehe ich einfach so, sage ich mal, ein paar Probleme, die in der Realität auftreten, und die das Ganze durchzusetzen, auch wenn es an sich eine extrem gute Initiative ist, viel schwieriger machen könnten, als es vielleicht auf den ersten Blick aussieht. Herr Schumacher, wie bewerten Sie das? Also wie, ich denke, die Wünsche sind ja immer groß, ne? Aber wie gut, wie schwierig, wie leicht ist auch sowas dann in der Umsetzung? Ja, ich glaube, Frau Biselli hat das Thema angesprochen, Komplexität von IT-Produkten und den Zulieferern, die dann alle Teile liefern für ein IT-Produkt. Allein wenn man an ein Smartphone denkt, sind da unglaublich viele Akteure im Spiel. Das Beispiel, was Herr Krings auch schon in seiner Einführung angesprochen hat, das IT-Sicherheitskennzeichen, das soll ja erstmal ein erster Schritt sein. Und ich glaube, das kann ein erster Schritt sein, um da verschiedene Probleme, die bislang bestehen, auch beispielsweise beim Thema IoT-Sicherheit zu begegnen. Frau Erik hat das angesprochen, es wird erstmal freiwillig sein. Es ist aber so, dass die Hersteller sich konform erklären müssen zu einer technischen Richtlinie oder einer anderen Norm, die vom BSI abgenommen wird oder anerkannt wird, und deshalb sich konform erklären, bestimmten IT-Sicherheitseigenschaften zu entsprechen. Das BSI prüft das Ganze und dann wird ein IT-Sicherheitskennzeichen erteilt. Bekannt ist ja bereits, dass das für Router als erste Kategorie herausgegeben wird. Vorstellbar ist aber auch, dass das für Geräte aus dem Bereich IoT eingeführt wird, beispielsweise wenn wir an das Thema Entertainment denken, wie Smart TV, beispielsweise aber auch smartes Spielzeug oder auch smarte Speaker. Für diese Bereiche würde das IT-Sicherheitskennzeichen meines Erachtens schon mal einen ersten Schritt darstellen, um für mehr Transparenz zu sorgen, weil das ist ja auch ein großes Problem. Das Thema Transparenz ist nicht vorhanden und man würde sagen, okay, ein Mindestniveau an Sicherheit ist erreicht, wenn das IT-Sicherheitskennzeichen vergeben ist, weil da verschiedene Anforderungen gestellt werden. Wenn wir jetzt an das Routerbeispiel denken, das Passwortbeispiel haben Sie eben schon oft genannt, da werden Anforderungen gestellt an das Passwort, wie stark das Passwort mindestens sein muss.
Also das IT-Sicherheitskennzeichen sozusagen ein erster Schritt in die Richtung. Ich habe jetzt gerade die Ergebnisse von unserer Mini-Umfrage reinbekommen. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Und tatsächlich ist es so, dass ja so jeder zweite ungefähr, also fast 50% antwortet auf die Frage, verwenden Sie Zwei-Faktor-Authentifizierung immer, wenn es mir angeboten wird. Das ist so jeder zweite in unserer Mini-Umfrage. Und ich glaube, daran kann man das auch noch mal ganz gut sehen und auch vielleicht noch mal so zusammenfassen, nämlich dass die Verbraucherinnen und Verbraucher sehr stark mit dem eben gehen, was ihnen angeboten wird und dass es natürlich schwierig ist, immer sich die Sachen selber zusammenzusuchen und sozusagen selber zum Super-IT-Experten, zur Super-IT-Expertin zu werden. Ja, vielleicht einfach auch nochmal, gibt es, Frau Biselli, wie schützen Sie denn Ihre Passwörter? Gibt es da einen praktischen Tipp? Ich glaube, haben Sie ein schwarzes Büchlein? Nee, ich habe kein schwarzes Büchlein. Nee. Aber ich glaube, ich kann jedem empfehlen, einen Passwortmanager zu benutzen, weil man ja letztlich relativ viele Dienste hat, in die man sich einloggen muss und sich diese Passwörter irgendwie nicht alle merken kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nur durch meine eigenen Passwörter gehe, das sind schon, die sind schon im oberen zweistelligen Bereich, denke ich mal. Und dann für jeden Dienst ausreichend lange Passwörter zu haben, das ist ein bisschen unrealistisch. Und dann eben wirklich zu schauen, ja, wo gibt es Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo kann ich mich zusätzlich schützen und gibt es vielleicht für ein Angebot oder für einen Dienst mehrere Anbieter und bietet mir der eine das an und der andere nicht und ist das vielleicht dann eben auch ein Kriterium, was Bestimmtes zu bevorzugen. Ich will gerne noch einmal zurückkommen auf die Befragung, die der Bundesverband der Verbraucherzentralen im Vorfeld durchgeführt hat und die wir auch ganz am Anfang mal gesehen haben, nämlich ja nochmal weg von der Zwei-Faktor-Authentifizierung hin zum Thema sicherheitsrelevante Updates. Und das ist ganz interessant, weil das im Prinzip eigentlich so ähnlich ist, auch wie bei der Zwei-Faktor-Authentifizierung, wie die Antworten aus unserer Mini-Umfrage, dass die Leute nämlich sagen, ja, wenn es da ist, dann nehme ich das auch. Und so ist das auch bei den Updates, denn viele Nutzerinnen und für viele Nutzer ist das nämlich, also für jeden zweiten sind Sicherheitsupdates ein großes Thema und sie wünschen sich, dass es die mindestens für einen verpflichteten Zeitraum gibt. Herr Schumacher, ich will mal gerne Windows 7 als Beispiel nehmen. Also für Windows 7 gibt es keine kostenfreien Updates mehr, aber nach einer kleinen Studie eines Sicherheitssoftwareunternehmens Asset, die jetzt im Januar durchgeführt wurde, nutzen immer noch 30% aller PC-Nutzer Windows 7. Ja, was bedeutet das denn jetzt? Ja, aus BSI-Sicht bedeutet das natürlich ein Sicherheitsrisiko. Und deshalb wird empfohlen, das Betriebssystem zu wechseln, wenn möglich, beispielsweise auf Linux umzusteigen oder ein anderes Betriebssystem, ein Upgrade auf ein Windows 10 beispielsweise zu machen. Das heißt, aus BSI-Sicht ist das ein großes Sicherheitsrisiko. Wenn wir allgemein uns mal das Thema Updates ansehen, da war ja auch ein Thema eben in der Umfrage von Herrn Schariot vorgestellt, der konkrete Fall, dass die Person sich gar nicht bewusst war darüber, beim Kauf verfügt das Gerät über Updates und dann festgestellt hat, nein, es verfügt nicht über Updates und dann bereits beim Verkauf auch über Sicherheitslücken im Betriebssystem. Das Thema ist dem BSI auch schon vor geraumer Zeit aufgefallen, gemeinsam auch mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Das BSI hat dann die Geräte technisch analysiert und festgestellt, es gibt keine Updates mehr vom Hersteller. Der Hersteller wurde dann auch angeschrieben und die Verbraucherzentrale hat daraufhin den Rechtsweg bestritten gegen den Elektronikhändler, weil der Elektronikhändler hat nicht darüber informiert, dass eben weder Updates noch zur Verfügung gestellt werden und dann bereits zum Verkaufszeitpunkt ein neues Gerät über Sicherheitslücken verfügt. Das Gericht hat es damals anders gesehen und hat gesagt, der Händler würde über Gebühr in Verpflichtung genommen, wenn er darüber informieren müsste und sich die Informationen beschaffen müsste. Etwas Licht am Horizont ist da vielleicht auf EU-Ebene ein Richtlinienpaket, was jetzt im Fall von Smartphones die Warenkaufrichtlinie treffen würde, die aber noch momentan in der nationalen Umsetzung ist. Das heißt, es gibt noch keinen Referentenentwurf dazu, der öffentlich ist. Frau Hansen, das ist doch eigentlich ein Unding, oder?
Also, dass der sozusagen der Verbraucher muss sich super informieren und der Händler sagt dann am Ende, nein, das wäre für mich zu viel Arbeit, ich kann das nicht leisten, oder? Ich glaube auch, das wird sich ja wohl ändern müssen. Ein weiteres Problem ist aber, dass ganz viel, wir hatten jetzt vorhin schon Smart Home gesagt, ganz viel Technik in die normalen Geräte kommt, also in den Fernseher, in die Kaffeemaschine, in die Zahnbürste. Und muss ich da ein Update machen? Ist das wie ein Computer? Das weiß man ja gar nicht. Man weiß auch oft gar nicht, wie man so ein Update macht, wenn es denn eins gibt. Also das als eine Möglichkeit, ein Smart Home zu hacken, eigentlich immer bei jeder Präsentation, die man sieht, das geht über die Glühlampen. Wusste man, dass man seine Glühlampen patchen muss, also ein Update einspielt oder dass die bestimmte Sicherheitsmängel haben? Ich denke, dass dieses normale, wir fassen etwas an als Gerät, das funktioniert ganz ohne Technik, mit Elektronik, also nur standalone, also so wie eben früher, dass das jetzt anders ist und alles vernetzt ist und dass das auch bedeutet, dass das ein Einfallstor ist für Angriffe, das gehört noch zusätzlich mit dazu. Deswegen glaube ich, viele fragen gar nicht nach einem Update. Oder wenn Ihre Zahnbürste sagt, du musst jetzt mal ein Update machen, dann versteht man nicht, was das soll. Das gehört noch mit dazu und deswegen wird auch sehr wenig bei den Händlern nachgefragt. Bevor es weitergeht, noch einmal an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, diskutieren Sie mit uns mit. Schreiben Sie uns Ihre Fragen oder Ihre Kommentare auf Twitter, einfach Hashtag IT-Sicherheit oder auf Slido, wo Sie eben auch bei der Umfrage teilgenommen haben, einfach Hashtag IT-Sicherheit. Ich kriege das hier, wir sammeln das, wir blenden das ein und wir versuchen auch Sachen davon zu beantworten. Frau Erich, Frau Hansen hat jetzt gesagt, das Update für die Zahnbürste, das Update für die Glühlampe. Was heißt denn das für uns als Verbraucher? Heißt das entweder, wir müssen wirklich zum totalen Technikfreak werden oder müssen wir sagen, ja, wir verweigern uns dieser Entwicklung, wir schmeißen jetzt alles aus dem Fenster. Also was kann die Lösung sein, auch für uns als Verbraucher und Verbraucherin? Letztendlich muss natürlich jeder selber entscheiden, ob er sich, ja, wenn man so möchte, der Vernetzung hingibt. Wir glauben einfach, also natürlich hat man total viele Vorteile und das ist auch so, dass viele Verbraucher das auch attraktiv finden. Es gibt aber einfach auch viele skeptische Verbraucher. Also gerade was den ganzen Bereich Smart Home betrifft, da sind auch viele Verbraucher noch skeptisch und eher zurückhaltend in der Nutzung. Und ein Aspekt ist natürlich das Vertrauen. Also wenn Verbraucher dieser Technologie nicht vertrauen, dann nutzen sie sie auch nicht. Und vertrauensbildende Maßnahmen sind natürlich Security by Design, Sicherheitsupdates, kann auch ein IT-Sicherheitskennzeichen sein, also wo ich einfach über transparente Informationen quasi aufbereitet bekomme, was kann ich von diesem Gerät erwarten, was wird mir geboten, weil ein Aspekt ist ja zum Beispiel die Information, ob Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt werden, aber auch, dass die Politik nachhilft, weil wir merken immer wieder, dass auch die Wirtschaft eine Weile braucht, bis sie sozusagen auch bestimmte Dinge von sich aus von vornherein gestaltet. Ich meine jetzt als Beispiel die App. Wenn wir nochmal die Diskussion, also die Corona-Warn-App, die Diskussion seit April nochmal nachvollziehen. Da sind wir von dem zentralen Ansatz zum dezentralen Ansatz. Und das braucht einfach eine Weile. Und letztendlich sagen wir auch immer, hey, das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen, die man trifft und die dann auch dazu führen, dass diese Techniken und vielleicht die App, aber genauso gut das Smart Home auch eher angenommen werden von den Verbraucherinnen und Verbrauchern und dementsprechende Nutzung erfolgt und auch diese Technologie und die Digitalisierung erfolgreich ist. Und das ist natürlich nicht nur etwas, woran wir ein Interesse haben, sondern auch, woran die Wirtschaft ein Interesse hat, weil sie natürlich möchten, dass diese Anwendungen genutzt werden. Herr Schumacher, vielleicht können Sie bei einer Zuschauerfrage helfen. Und zwar, warum dürfen Neugeräte, zum Beispiel auch eben diese Smartphones, überhaupt verkauft werden? Also auch dann verkauft werden, wenn deren Firmware bereits veraltet und unsicher ist und es auch keine Updates mehr gibt?
Also ich glaube, das hat mit EU-Binnenmarktsregeln zu tun, dass es eben keine Markteintrittsbarrieren gibt auf dem EU-Binnenmarkt für solche Geräte. Das heißt, es gibt keine definierten Anforderungen an die Sicherheit und die Geräte kommen auf den europäischen Markt. Genauer kann ich dazu leider nicht sagen, weil es wahrscheinlich eher um eine juristische Fragestellung geht. Aber vielleicht kann jemand anderes von den Diskutantinnen da noch etwas sagen. Frau Erik hat sich gemeldet. Sie haben es im Grunde genau gesagt. Es geht darum, dass wir keine verpflichtenden Mindestanforderungen auf europäischer Ebene haben. Und insofern jetzt zum Beispiel auch Deutschland nicht national das IT-Sicherheitskennzeichen verpflichtend machen könnte, weil es dann halt auch innerhalb des EU-Binnenmarkts quasi nicht mehr ein Level Playing Field gäbe, sondern bestimmte Zutrittsbarrieren quasi für den deutschen Markt aufgebaut werden würden. Und wir brauchen auf europäischer Ebene Mindestanforderungen. Also das heißt, jeder Hersteller, ob der nun aus der EU kommt oder aus sonst wo, muss bestimmte Standards erfüllen, wenn er seine Geräte auf dem europäischen Markt verkaufen will. Das ist eigentlich was wir aus ganz vielen Bereichen schon kennen und das brauchen wir ganz, ganz dringend. So, und dann haben wir natürlich schon gar nicht mehr das Thema, dass völlig unsichere Geräte hier überhaupt auftauchen können. Wir haben dann immer noch das Durchsetzungsthema, weil gerade wenn was Unsicheres im Handel auftaucht, dann werden halt die Gewerbeämter zuständig, diese unsicheren Geräte quasi aus dem Laden zu holen. Und ja, da kann man von ausgehen, dass das ziemlich herausfordernd ist. Aber ich glaube, mit der Zeit, wenn wir solche Mindestanforderungen haben, dann haben wir ja auch eine Entwicklung und dann wird es tendenziell sehr viel mehr sichere Geräte geben, als es jetzt der Fall ist, wo wir gar keine Anforderungen stellen. Jetzt ist es, ich will mal sozusagen das auch nochmal zeigen oder aufzeigen, wie dramatisch das auch sein kann, wenn es eben genau solche technischen Mindeststandards nicht geht. Ich will Ihnen einmal noch einen kleinen Screenshot zeigen, der ist auch aus einer Recherche von mir. Und zwar ging es da um Webcams. Und was Sie hier sehen, ist ein Blick in ein Kinderzimmer. Dort ist eine Webcam als Babysitter benutzt worden sozusagen. Und für diese Webcam hat der Hersteller damals standardmäßig gar kein Passwort vergeben. Das heißt, jeder konnte von außen auf diese Webcam zugreifen. So, das war jetzt 2016, als ich diese Recherche gemacht habe. Frau Hansen, ist sowas immer noch zulässig? Also geht das immer noch, dass ich als Hersteller gar kein Passwort vergeben kann für eine Webcam, die quasi ans offene Internet angeschlossen ist? Kommt sowas noch vor? Ja, Frau Ehring hat es gesagt, dass die Hersteller nicht verpflichtet sind in der Datenschutzgrundverordnung. Da steht da überhaupt nichts über die Hersteller drin. Es sei denn, sie werden auch zu, so heißt es bei uns, zum Verantwortlichen, dass sie selbst die Daten verarbeiten. Eine Webcam ist erstmal eine Kamera und die zeichnet was auf oder überträgt etwas. Und normalerweise bei den meisten Dingen, die wir in Deutschland einsetzen, gibt es keinen Anbieter, bei dem das landet. Amazon hat bestimmte andere Angebote und weitere, wo dann auch der Hersteller das sieht. Aber eigentlich möchte man doch wie einen alten Fotoapparat das in den eigenen Händen haben und nicht noch einen Dienstleister dabei haben. Wenn wir diesen Dienstleister hätten, dann würde der personenbezogene Daten verarbeiten. Dann wäre er verpflichtet, sich an bestimmte Sicherheits- und Datenschutzstandards zu halten. Hier ist es ein Gerät, was im Privathaushalt selbst eingesetzt wird, vom Kinderzimmer zum Schlafzimmer der Eltern beispielsweise überträgt. Und da ist im Augenblick die Datenschutzgrundverordnung überhaupt gar nicht anwendbar. Es wäre höchstens so, wenn der Vermieter oder ein Wachdienst oder so ein Gerät einsetzt, um einen Service anzubieten auf dieser Basis, dann gehört er dann wieder zu den Verpflichteten, muss sich um sowas kümmern. Und auch jemand, der eine private Videoüberwachung hat, wo Teile der Straße abgebildet sind, der kommt sofort in den Bereich der Datenschutzgrundverordnung rein, inklusive Sicherheit, aber ein Hersteller an sich nicht. Und deswegen genauso schließe ich mich an, wir brauchen hier eine Erweiterung auf Hersteller. Ich will hier auch eine Zuschauerinnenfrage nochmal reingeben, die hier gerade aufgekommen ist. Und zwar, ob es sogar noch ein Stück weitergehen müsste, also über diese reine, sage ich jetzt mal, Kennzeichnung und Labelung hinaus, nämlich müsste man nicht verpflichtende, laufend aktualisierte IT-Standards für die Produkte definieren? Frau Biselli, müsste man das tatsächlich, dass man sowas immer wieder auch aktualisiert?
Ich glaube, es gibt ja aktualisierte Standards. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt das BSI angucke, das BSI verabschiedet ja Richtlinien. Es gibt einen BSI-Grundschutz, der immer wieder aktualisiert wird. Und da gibt es ja schon was. Ich glaube, jetzt einen Standard gesetzlich festzulegen, der dann immer wieder aktualisiert wird, geht so ein bisschen, ja, vielleicht am Ziel vorbei oder ist einfach nicht praktisch durchsetzbar, weil sich ja eben der Stand der Technik extrem schnell ändern kann. Aber vielleicht muss dann eben auch mehr auf einer Metaebene festgelegt werden, dass man eben innerhalb einer bestimmten Zeit reagieren muss, wenn eben Dinge bekannt werden, die dazu führen, dass sich Empfehlungen ändern. Und dass jetzt plötzlich nicht mehr Passwörter mindestens, ich weiß nicht, was gerade das Aktuelle ist, was irgendwo steht, mindestens 8 oder 10 Zeichen lang sein sollen, sondern dann, weil es irgendwelche Angriffe gibt, dass die da plötzlich länger sein sollen. Da muss es eben vielleicht einen Prozess geben, um die Reaktion darauf, ja, festzuschreiben. Herr Schumacher, vielleicht können Sie noch mal helfen. Und zwar hier ist eine Frage: Was wird denn die Bundesregierung konkret tun, um so etwas wie das erwähnte Sicherheitskennzeichen als verpflichtende Vorgabe auf EU-Ebene voranzutreiben? Also was kann man da tun? Weil gerade die EU ist ja auch bekannt dafür, dass sich jetzt nicht gerade besonders schnell einigt. Ja, das ist auch wieder eine Frage, die in Richtung Politik und BMI zielt. Herr Kringst hat das ja gesagt, dass es ein wichtiges Anliegen ist, was auf EU-Ebene eingebracht wird, dass es eben auch eine verpflichtende Kennzeichnung gibt. Deswegen erhoffe ich mir dann natürlich auch seitens des BMI, dass es mit Vehemenz verfolgt wird. Meines Wissens gibt es auf EU-Ebene bereits den Cyber Security Act, der umgesetzt werden muss und wo natürlich auch verschiedene Sicherheitslevels gefordert werden. Und dieser muss in die Umsetzung kommen und dann wird das IT-Sicherheitskennzeichen im Zusammenspiel mit dem Cyber Security Act wirken. Aber das ist sicherlich eine Fragestellung, die noch von politischer Ebene auch zu beantworten ist. Ich könnte da Ja, noch Frau was ergänzen. Also Deutschland übernimmt ja jetzt ab Juli die Ratspräsidentschaft. Und es gibt auf jeden Fall Bestrebungen. Man einigt sich dann immer mit den zwei danach folgenden Ratspräsidentschaften in einer sogenannten Trio-Präsidentschaft auf bestimmte Themen, die man perspektivisch vorantreiben möchte. Und da ist unter anderem die Reform der NIS-Richtlinie, die halt solche verpflichtenden Sicherheitsstandards regeln müsste, geplant. Also insofern kann die Bundesregierung über das BMI hinaus hier sich auf jeden Fall aktiv einbringen und sollte das auch machen, ja, um einfach die Sicherheit voranzutreiben. Ja, also Sicherheit sozusagen bei IT-Geräten, wie wir an diesem Webcam-Beispiel gesehen haben, da geht es ja wirklich um viel. Und ich finde das eigentlich fast eine ganz gute Überleitung jetzt so ein bisschen auch so zu dem letzten, aber doch im Moment ja aktuellsten Thema, was uns gerade beschäftigt, nämlich die Corona-Warn-App. Viele haben auch gesagt, das ist jetzt ein Tool, wenn man sich das installiert, ja, wenn wir nur einen sozusagen damit retten, wenn wir nur eine Infektionskette unterbrechen, dann hat es sich sozusagen schon gelohnt. Ja, Frau Biselli, haben Sie die denn schon installiert heute Morgen? Nee, tatsächlich nicht, weil ich mit leerem Handy-Akku auf Arbeit kam. Deshalb hatte ich die Gelegenheit und die Frage noch gar nicht gestellt. Aber werden Sie sie denn installieren, wenn Sie Ihr Handy wieder aufgeladen haben? Tatsächlich muss ich erst gucken, ob mein Handy das überhaupt kann, weil ich von diversen Leuten heute gehört habe, dass das nicht ohne weiteres mit nicht ganz so neuen Geräten möglich ist. Das heißt, und auch von den Menschen, die jetzt zum Beispiel ihr Handy Google freigemacht haben, dass das nicht möglich ist. Das heißt, ich zweifle noch ein bisschen, ob das überhaupt im Rahmen meiner Fähigkeiten liegt. Ja, ich glaube, Sie sprechen da schon gleich auch einen Knackpunkt an, nämlich dass die Corona-Warn-App zum Beispiel auf jetzt Apple-Geräten, die älter als 5 Jahre sind, ne, dass die dort zum Beispiel nicht funktioniert. Hier hat ein Nutzer uns auch geschrieben, die Corona-App ist nur über den Google Play und den App Store verfügbar. Ist es nicht wichtig, die App auch unabhängig von also Google und Apple zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel Android, Herr Schumacher? Müsste das nicht eigentlich ja kommen? Ich kann da aus BSI-Sicht gar nicht so viel zu sagen, weil das BSI beratend zu den Sicherheitsaspekten bei der Entwicklung der App dabei war. Jetzt grundsätzliche Entscheidungen, wo wird die App angeboten, etc., da hat das BSI bei der Entwicklung der App oder war das BSI nicht beteiligt. Deswegen kann ich da gar nichts zu sagen.
Frau Hansen, haben Sie denn die App installiert, Sie als Datenschützerin? In der Tat habe ich es getan. Meine Kollegin war mit mir im Raum. Sie konnte es nicht auf ihrem Handy auch tun. Also der Fehler, den wir eben auch schon hatten. Das Handy war noch nicht 5 Jahre alt. Wir wissen noch nicht, woran das jetzt genau wieder lag. Ich habe auch von anderen gehört, die in Schleswig-Holstein das gerade nicht einsetzen können. Wir vermuten, dass es sich mit Dänemark beißt, dass da eine dänische App gerade angeboten wird. Also vielleicht sind das jetzt Kinderkrankheiten der Funktionalität. Das Interessante ist aber, was ich spannend fand, wie ich aufgeklärt werde im Installationsprozess. Ich kannte das ja auch nicht. Ich kenne die Dokumentation aber schon seit sehr langer Zeit. Und wie einfach wird einem das vermittelt und wie wird auch erklärt, welche Rechte dieses Handy dann freigeschaltet haben muss. Ich zum Beispiel hatte es mit einem Android-Handy getan und dort musste ich jetzt die Standortdaten freischalten, die aber gar keine Rolle spielen. Das wurde mir jetzt erklärt, warum. Ich kann dann verstehen, dass das gerade technisch an die Bluetooth-Funktionalität gebunden ist. Ich kann jetzt also verstehen, dass es so ist. Aber ich finde es insgesamt schlecht. Also Google müsste da auch sein Rechtesystem nochmal ändern, damit man eben nicht Standortdaten freigibt, die gar keine Rolle spielen. Herr Schumacher, haben Sie die App schon installiert? Ich frage jetzt alle ab. Ich habe tatsächlich die App auch heute Morgen installiert, habe mich aber in der Zeit noch gar nicht so viel bewegt, weil ich nur im Bürogebäude war. Deswegen über die Wirkung kann ich jetzt, oder habe ich noch nicht so viele Menschen getroffen außerhalb des BSI. Genau, ja. Sind Sie denn insgesamt, Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie das also sozusagen sicherheitstechnisch diesen Prozess begleitet haben, sind Sie denn, können Sie denn sagen, ob Sie zufrieden sind, wie Sie das Ergebnis bis jetzt bewerten? Genau, ich kann dazu sagen, ich war persönlich nicht bei diesem Corona-App-Projekt involviert. Ich kann aber dazu sagen, dass das BSI zufrieden ist mit dem Verlauf. Wir haben versucht, das Höchstmaß an IT-Sicherheit zu gewährleisten, waren über den gesamten Entwicklungsprozess von Anfang an dabei und haben unter anderem Code-Reviews gemacht, Penetrationstests gemacht und wenn kritische Schwachstellen aufgefallen sind, die dann auch sofort transparent gemacht und die dann gemeinsam mit den Entwicklern behoben. Es wird Updates geben. Ja, genau, ja, das, wo wir wieder sozusagen beim Thema Updates wären. Ich glaube, ich würde gerne noch mal ein Stichwort sagen zu dieser Location-Freigabe, Frau Hansen, die Sie angesprochen wurden, weil das sozusagen doch einige Nutzerinnen heute beschäftigt hat. Und es ist tatsächlich bei Android so, dass ohne diese Location-Freigabe die App, Bluetooth kann nicht benutzt werden, aber es findet kein Zugriff auf die Location statt und würde von Android auch unterbunden werden, weil das wäre natürlich sonst wieder auch ein grober Bruch mit den Versprechungen, die ja beide Tech-Konzerne auch gemacht haben. Frau Biselli, wie bewerten Sie denn den Prozess rund um die Corona-Warn-App, jetzt mal unabhängig davon, ob sie dann auf Ihrem Handy funktionieren wird? Ich muss sagen, am Anfang war ich relativ skeptisch, weil es ja ganz zu Beginn der Diskussion einen ziemlichen Streit darum gibt, will man jetzt eine zentrale Lösung, eine dezentrale Lösung, und dann gab es ja auch in der Forschungsgruppe irgendwie diverse Differenzen. Und ich habe mir jetzt in den letzten Tagen auch mal angeschaut, was so quasi auf GitHub passiert, das heißt da, wo der Code der App online stand und wo Menschen sich das angucken konnten und dazu beitragen konnten und wieder damit umgegangen wird, dass eben andere Entwicklerinnen, Sicherheitsexperten da Feedback geben. Und ich muss sagen tatsächlich, dass ich sehr positiv überrascht bin, wie gut das am Ende funktioniert hat und wie das berücksichtigt wird und wie viel Arbeit auch da reingeflossen sein muss, augenscheinlich, dass eben die Anregungen von außerhalb da eingebaut wurden und immer wieder beantwortet und moderiert wurden. Das heißt, aus dieser anfänglichen Skepsis ist dann doch ein relativ guter und irgendwie auch sehr guter Eindruck geworden für Ebenen, öffentliches IT-Projekt, und ich glaube, das könnte auch ein Stück weit Vorbild sein für Dinge, die dann später noch kommen. Also von Ihnen sozusagen, ja, sozusagen erstmal ein positives Feedback zu diesem Prozess. Frau Erik, wie sehen Sie es denn aus Verbraucherschützersicht sozusagen? Also ist da die Transparenz, ist da das Vertrauen aufgebaut worden in diesem Prozess? Wie bewerten Sie diesen Prozess?
Ja, wir haben ganz am Anfang, also im April, als das die ganze Diskussion losging, haben wir unsere Anforderungen an eine solche App mal definiert, also was einfach Erforderlichkeit, Geeignetheit, Zweckbindung, Einwilligung in eine solche App-Nutzung betrifft. Und wir sind jetzt auch im Laufe der Diskussionen in jedem Fall, sagen wir, man hat vieles richtig gemacht. Also ich glaube, diese Entscheidung, dem dezentralen Ansatz zu folgen, das war eine ganz zentrale Entscheidung, um einfach auch bestimmte datenschutzrechtliche Anforderungen, also auch den Grundsatz der Datenminimierung, der Zweckbindung gerecht zu werden. Und insofern sehen wir das, die Richtung und die App insgesamt positiv ist natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er sie nutzen möchte. Ich habe sie auch installiert, weil ich einfach neugierig war. Aber zum Beispiel ich persönlich habe mein Bluetooth eigentlich immer deaktiviert und schalte es nur an, wenn ich es wirklich brauche. Das ist für mich ein Sicherheitsaspekt. Und da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das tun werde. Und da finde ich, das sind so Punkte, da muss jeder auch einzeln entscheiden, was sind sozusagen die Risiken, die er eingehen möchte und welche nicht. Ich kann auf jeden Fall schon mal das Ergebnis unserer Mini-Umfrage bekannt geben. Wir haben ja ganz zu Anfang mal, haben wir Sie ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gefragt, haben Sie die Corona-Warn-App installiert oder würden Sie sie installieren? Und hier haben geantwortet 61%, ja, ich habe die App schon installiert. Und dann kommen hier 15%, ich werde die App sehr wahrscheinlich später installieren. 13%, nein, kommt nicht in Frage. Und 10%, ich habe mich noch nicht entschieden. Also ich denke, das bleibt sehr spannend. Und ich glaube, was ja auch sehr spannend bleibt, ist eben genau ja zu beobachten, wie viele Leute wollen die sich installieren und können sich auch installieren, weil sie eben ein neues Smartphone haben, weil es gibt ja Studien, die sagen tatsächlich, damit es so richtig gut hilft, müssen es bis zu 60% installieren. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob WhatsApp überhaupt so viele Nutzer in Deutschland hat. Das wird auf jeden Fall eine schwierige, ja, sozusagen, das wird natürlich schwierig. Aber wie gesagt, also wenn man davon ausgehen kann, dass auch nur eine Kette unterbrochen wird durch vielleicht einen Cluster, vielleicht Nutzer, die sich das installiert haben, dann denke ich, dann ist da sicherlich auch irgendwie was dazu getan. Ja, ich schaue jetzt einmal noch mal kurz rein. Genau. Ja, vielen Dank für die vielen Fragen. Mal einmal so zwischendurch, wir kriegen nicht alle untergebracht, weil auch so unsere Zeit sich so ein bisschen zu Ende neigt. Ich würde jetzt die Gelegenheit vor allem noch einmal ganz gerne nutzen, damit unsere Expertinnen und Experten, damit wir gemeinsam nochmal so zu so einer Art Fazit kommen können. Wir haben ja verschiedene Dinge angesprochen. Jetzt zum Schluss die Corona-Warn-App davor. Wir haben angefangen bei Identitätsklau, sind über die Updates gekommen, dann am Ende zum Smart Home, zur Zahnbürste, die nach Updates fragt. Frau Hansen, wenn Sie nochmal auf dieses auch Gesamtpaket gucken, was ist so, was sagen Sie, was ist so ein Fazit? Was muss jetzt passieren? Wo muss der Druck irgendwie groß sein? Ich denke, zusammenfassend, die Hersteller müssen auch mit verpflichtet sein. Wir müssen eine Garantie haben für eine gewisse Update-Zeit, vielleicht nicht für ewig. Das ist, glaube ich, nicht richtig zumutbar, denn irgendwann ist das auch Gerät auch alt, will man nicht mehr haben. Aber dass es klar ist, dass das Ganze transparent ist. Und vor allem als Letztes, das, was wir jetzt gelernt haben bei der App, wo am Anfang so viel Misstrauen war, was im Augenblick aber anscheinend sich ganz gut wandeln konnte, durch Einbeziehen von vielen, durch Offenlegen, durch Erklären, durch auch einfache Sprache in vielerlei Hinsicht, durch Bilder und Erklärung, das warum nicht für alles haben, mindestens für alles, was wir im öffentlichen Bereich haben, eine Überprüfbarkeit. Und selbst sowas wie Google und Apple, die hier einige Designentscheidungen gemacht haben, die das erst ermöglicht haben und bestimmte Datenschutzkriterien, die es in der Forschung schon lange gab, aber in der Praxis noch nicht angekommen waren, dass sie die bereitgestellt haben. Das ist jetzt aus meiner Sicht die neue Normalität. Das würde ich jetzt einfordern. Frau Hansen setzt die hohen Standards an alle zukünftigen öffentlichen Projekte. Herr Schumacher, ja,
gar nicht fragen, ob das realistisch ist, obwohl Sie das natürlich auch gerne beantworten können. Aber wie sieht denn für Sie das Fazit aus, wenn Sie nochmal so auf dieses Gesamtpaket gucken? Ich glaube, wir haben durch die Blöcke gemerkt, dass der digitale Verbraucherschutz eigentlich in zwei Richtungen ziehen muss. Zum einen Richtung Hersteller und Anbieter. Das heißt, Förderung von Security by Design, Security by Default. Das heißt, bereits im Designprozess und auch darüber hinaus im Lifecycle Sicherstellung von gewissen Sicherheitseigenschaften. Und auf der anderen Seite dann Richtung Verbraucher, Transparenz herstellen zu gewissen Sicherheitseigenschaften, Transparenz herstellen über gewisse Prozesse, was dahinter liegt, Transparenz herstellen und auch sensibilisieren zur Relevanz vom Einsatz der Zwei-Faktor-Authentisierung etc. Das heißt, Verbraucherschutz muss in zwei Richtungen gehen. Das wäre mein Fazit. Frau Biselli, Sie hatten anfangs gesagt, es gibt auch manchmal ja widerstreitende Gesetze. Da sind wir jetzt in dem Verlauf dieser Diskussion nicht ganz so stark drauf eingegangen, aber trotzdem auch nochmal gefragt, was ist für Sie das Fazit, wenn Sie sozusagen diese einzelnen Punkte betrachten? Ich würde mir einfach wünschen, dass man konsequent den Weg der IT-Sicherheit geht. Und wie Frau Hahn schon gesagt hat, eben das man dieses gute Beispiel, was man jetzt vielleicht hat, dass man das wirklich nutzt, um darauf aufzubauen, dass man dann eben nicht auf einer anderen Seite widerstreitende Interessen vertritt und irgendwie eine Behörden hat, die dann eher ein Interesse daran haben, Sicherheitslücken irgendwie für sich zu nutzen und auf der anderen Seite eben Behörden hat, die dafür sorgen sollen, dass Sicherheitslücken eben geschlossen werden, entdeckt werden und eben Menschen nicht schaden können. Frau Erik, auch für Sie die Corona-Warn-App ein positives Beispiel, die Entwicklung der App, also sozusagen dieser ja sehr diskursive Prozess? Ja, definitiv. Also ich glaube einfach auch ein Beispiel für Datenschutz bei Design, auch bei Default. Und ich kann mich eigentlich nur meinen Vorrednern anschließen. Also gerade auch das, was Florian Schumacher gesagt hat, vielleicht nur noch mal ergänzen, dass ich noch einen dritten Strang sehe. Natürlich die Politik, ja, die hier auch durch Gesetze Anforderungen definieren kann und Anforderungen auferlegen kann. Und ich glaube, hier gibt es gute Möglichkeiten in naher Zukunft. Also die Reform der NIS-Richtlinie, aber auch die nationale Umsetzung der Richtlinie digitale Inhalte und Warenhandel, die zum Beispiel eine Verpflichtung für Sicherheitsupdates vorsehen. Und das steht an, das muss umgesetzt werden. Und insofern ist natürlich hier auch die Politik gefragt. Vielen Dank, Frau Erik. Ja, die Debatte um die Apps, um Bedrohungen aus dem Netz und auch unserer technischen Geräte, ja, die geht natürlich weiter, die begleitet uns auch lange über diesen, ja, schönen Abend und diese schöne Runde hinaus. Wenn Sie Probleme oder auch ganz konkrete Fragen haben zu Fällen, die vielleicht Ihnen passiert sind, viele Verbraucherzentralen bieten auch Beratung an, also schauen Sie auf die Webseite für einen Überblick, ja, einfach www.verbraucherzentrale.de oder www.verbraucherzentrale-marktbeobachtung. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Expertinnen und Experten, und bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen ganz schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich verabschiede mich. Svea Eckert ist mein Name. Machen Sie es gut.